Wir sind hier im Theater im Delphi in Berlin-Weißensee, unserem Lieblingsspielort, der Heimatspielstätte von Eroica Berlin. Und wir präsentieren diese Woche die Oper L'Italiana in Algeri, die Italienerin in Algier von Gioachino Rossini, eine wunderbare Komödie, die wir hier mit einem jungen Ensemble aus Sängerinnen und Sängern, einem tollen jungen Orchester und einem tollen jungen Chor einstudiert haben und zur Aufführung bringen. Wir hatten schon unglaublich viel Spaß bei der Einstudierung und Vorbereitung und jetzt setzen wir hier die einzelnen Stücke, die einzelnen Versatzstücke dieses Werkes zusammen und freuen uns sehr, das mit dem Publikum teilen zu können. Wir glauben, dass es ein sehr unterhaltsamer, ein sehr mitreißender Abend wird, der Rossini vielleicht in einem nicht allzu bekannten Licht präsentiert, da wir mit Eroica viele Aspekte der historischen Aufführungspraxis mit in unserer Interpretation einfließen lassen und da doch versuchen, einen anderen Klang zu finden, der die Konturen und die Architektur, aber auch die Romantik dieser Musik ganz besonders zum Ausdruck bringt.